Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer im Diesel Raycar Simulator. Es ist schon etwas her, dass wir das letzte Mal gefahren sind. Und es wurde eine weitere Strecke geupgradet von der Szenerie her. Und zwar ist es Westfjords. Und da dachte ich mir, da fahren wir doch mal eine kleine Strecke und schauen uns mal zumindest einen Teil der Strecke an. Okay, wir nehmen den ganz normalen Fahrplan, irgendwas so ein bisschen am Nachmittag rum. Mal schauen, zum Beispiel den da Suburban Semifast mit der Class 112, zwei Cars. Ja, das machen wir mal. Wunderbar, wir bleiben einmal stehen und fahren bis nach Hatford. Alles klar, mit Gangschaltung. So, da wird er jetzt vermutlich wieder ein bisschen brauchen, bis er das alles geladen hat. Wir könnten aber schon mal rein. Das ist eigentlich ein ganz praktisches Feature. Da sehen wir halt die Sachen, wie er sie halt noch reinlädt. Okay. Du kommst bitte einmal ganz nach vorne. Wir werden den Motor starten. Wunderbar. So gefällt mir das. Handbremse mal lösen. Und richtig seiner nach vorne, wenn es geht. Na komm. Sehr gut. Ist drin. Cool. Mal kurz umschauen. Das sieht aber schön aus hier. Aber wie gesagt, er ist immer noch am Laden. Wir hätten auch warten können. So, Hatford West. Abfahrt um 13:41, also jetzt gleich. Machen wir die Gangschaltung schon mal auf den ersten Gang. So, bestätigen. Ja, dann diesmal mal. Na komm. Mehr Schmackes. Ja, damit habe ich doch gelöst. Ach nö. Was ist denn das mit dem Richtungswender? So, jetzt aber. Hoffentlich bleibt er da jetzt in Vorwart drin. So, 10 km/h. Moin, Kollege. Fast eine Parallelausfahrt. Ah, es macht schon Spaß, so ab und zu mal im Diesel Raycar Simulator unterwegs zu sein. Vor allem mit den geilen Drehgestellen. Ah. Oh, da ist ja noch einer. So, ich glaube, wir schalten mal eins hoch. Wenn jetzt natürlich noch der Sound geupgradet wird, das wäre natürlich ideal. Aber ansonsten, der dynamische Fahrplan mit dynamischen Events ist schon schön. Ciao, Kollege. Dritter Gang. Aber davor müssen wir da schon wieder auf 25 runter. Fast gleich schnell. New Mims, die nächste Station. Ich habe das Interface auch mal ein bisschen transparent gemacht, damit es nicht ganz so sehr stört. Der Papier können wir ein bisschen rollen, nachdem es da vorne gleich ist. So, da vorne sollten dann die 25 sein. So, perfekt. Ein in das Riesenviadukt da. Ah, schön. Also ich muss sagen, mit dem Grafik-Update hat er echt was Tolles gemacht. Und ich bin schon auf die nächsten Updates gespannt, die da rauskommen.
Das Einzige, was ich jetzt noch ein bisschen vermisse, sind mehr Community-Karten, die jetzt auf die neuen Assets zurückgreifen würden. Ist jetzt natürlich eine Heidenarbeit, das alles umzubauen. Und ich glaube, der Editor dafür ist ein bisschen frimmelig. Also ich habe es einmal ausprobiert, ich bin da nicht rausgekommen. So, 40. Das ist eigentlich aus mit der... Ah, Panoramacam. Ich hoffe einfach nur, dass wir nicht in einen Stau oder sowas reinfahren. Ist ja möglich. Ich glaube, in meiner allerersten Folge hat man das ja... Ich bin jetzt voll in die Eisen drin. Ich glaube, schneller wird es jetzt hier nicht. Ja, leichte Steigung. Geht eigentlich noch. Ich meine, ich probiere es mal kurz, den Gang hochzuschalten, aber ich glaube, das wird nicht gut enden. Oh, doch, er zieht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sind die Geräusche da bei den Weichen jetzt auch neu? Also mir kommt es zumindest neu vor. So, 50. Nice. Aber ich glaube, Leute haben wir keine drin, ne? Nö. Aber dafür ist die Performance ein bisschen am Leiden, so wie es aussieht. Aber auch nur so stellenweise. Naja, höchster Gang. Nice. 60. Ah, mit der Performance muss man nur ein bisschen umspielen. Sieht aber schön aus mit den Blumen hier. Geil. Na gut, rollen lassen. Na komm, bremst runter. Ja, 10 Meilen zu schnell. Ja, passt schon. Also der Pier als Fahrdienstleiter hast einen ruhigen Job. Ist an einer kleinen Station. Vermutlich hast du dein Wohnhaus dann gerade in der Nähe, brauchst du einmal umfallen, bist im Stellwerk drin, machst deine 10, 12 Züge da am Tag und gehst dann wieder heim. Und wirst dabei noch gut bezahlt. Ah, das wär's noch, ne? Ein bisschen in die Zeit zurückgehen, bei der Bahn angestellt sein und dann noch Fahrdienstleiter sein. Wäre ich jetzt nicht so abgeneigt davon. Oder Lokführer. Auch wenn es damals garantiert kein einfacher Job gewesen ist. Ich meine, es heute auch nicht, aber damals war es noch viel, viel anstrengender. So, in Bad Vilden, die nächste Station, soll man auch durchfahren. Muss mal schauen. Was ist, wenn wir mal die Grafik mal ein bisschen runterdrehen? Ambient Lights. Train Resolution. Machen wir das mal auf Medium. Max Crash Distance vom Track. Medium. Target FPS 60. Mal schauen, ob das
Naja, ist ein bisschen besser. Und wohlgemerkt, ich mache das Ganze mit einer 4090. Also dürfte es mit schwächeren Karten natürlich entsprechend besser sein. Ja, Cinematic Cam. Ja, gut, dass ich geguckt habe. Hätte ich eh machen müssen. Oh, ein bisschen Leistung. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Leistung, so. So, jetzt begeben wir uns nochmal ein bisschen das Drehgestell hier. Ah, das könnte ich mir ewig geben. Ich wünsche mir das in anderen Simulatoren. Dass die Drehgestelle so richtig schön mitmachen. Ich meine, teilweise ist es auch in Diesel Raycar Simulator ein bisschen übertrieben. Aber es ist einfach schön. Jetzt müsste die restliche Physik halt einfach noch passen. Dann war es perfekt. Ist eine Branchline? Nein, ist eine Straße. Okay. Ich dachte schon, da kommt was von der Seite. Einmal 25 und dann 60. Kommen wir vermutlich auf dem Gleis nach links weg. So wie das aussieht. Das war es einfach nur, weil ich das mal getestet habe. Ich gehe mal hier generell auf Medium. Schauen. Keinen großen Unterschied. Und einmal ABS. Sollte vielleicht ein bisschen mehr bremsen. So, so ist aber gut. Ah, ich vergesse mit dem Gang mitzugehen. Was bremsen natürlich ein bisschen besser gewesen. Okay, das ist glaube ich nur die Kurve hier. Warum bist du da auf Halt? Bremsen! Ich meine, ich habe das Vorsignal gesehen, was man eh angekündigt hat, aber ich dachte, du gehst dann gerade auf Fahrt, was er meistens macht. Jetzt steht da einer. Oh, eben, random Events hier drin. So, neutral. White short for suburban up 38 to clear the line. Okay. Aber wir könnten doch da hinfahren. Wäre doch kein Problem. Oder machst du das nicht, weil du da kein Ausfahrsignal hast? Also sieht zumindest aus, als hätte da keins. Nee, das kann nicht sein, dass da kein Signal steht, oder? Werden wir gleich sehen. Wie ging denn hier die Freikamera? So. Ah ja. Boah, ist das schnell. Also, da vorne. Ach so. Doch, jetzt ein. Ach so. Wie fahren wir dann wieder retour? Okay, das ist jetzt aber wirklich ein kurzes Abenteuer hier. Also die gleiche Strecke würde ich jetzt eigentlich nicht nochmal zurückfahren. Ich glaube, dann fahren wir dann mal kurz was anderes auf der Strecke.
Und zum Schauen, wie es ein bisschen anderswo aussieht. Oh, tun wir mal beschleunigen hier. Können Sie ja machen. Oh, wie lange bleibt der stehen? Wegen dir, Kollege, habe ich Verspätung. Also wenn wir jetzt auf die Plattform geradeaus fahren, dann scheiß FDL, weil da hätte er uns echt reinfahren lassen können. Oh komm, mach auf. Na, ist vorbei. Du siehst es doch. Ja, ein bisschen vorspulen. Mal zwei. Wow. Echt jetzt? So, ey, Gang. Hallo, Gangschaltung. Ah, jetzt. So, los geht's. Wow, wie arschig ist das denn? Ich dachte, wir fahren halt wieder zurück und warten halt, dass wir da reinfahren können. Wow, der hätte uns doch einfach reinfahren lassen können. Da wäre genug Zeit gewesen dafür. So gemein. Ja, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Grund dafür ist ein doofer Fahrdienstleiter. Oder ja, 2 Minuten Verspätung, ey. So gemein. Werdest du das jetzt? Ja, Türen sind offen. Dann warten wir, bis wir den Wasser hören. Also, meine Damen und Herren, Sie können sich auch gerne hier hinsetzen. Haben Sie einen Panoramablick nach draußen? Können wir beim Chaosfahren zugucken? Nice. So, erster. Maximum Geschmack ist. Ah, ich mag das mit dem Gang wechseln hier. Das ist halt auch so eine coole Funktion, ne? Dass ich einfach meinen anderen Führerstand so reingehen kann. Ich glaube, das würde ich auch ab und zu mal machen, wenn ich das denn könnte. Weil so ein Zug einfach im hinteren Führerstand drin sitzen und so rausgucken. Oh, das erinnert mich an etwas. Da habe ich letztens Fake-Video auf YouTube gesehen mit dem Titel der Lokführer ist einfach mal aufs Klo gegangen, während der Zug fährt. Und dann siehst du den Führerstand von seiner Dieselkutsche und der ist halt leer und fährt halt angeblich halt in Fahrtrichtung halt, so wie das Video halt aufgenommen worden ist. Und vor der Tür vom Führerstand war so ein Zettel, bin mal kurz auf dem Klo. Und natürlich komplette Fake. Also das Video ist einfach genau andersrum abgespielt worden. Also der hat quasi den hinteren Führerstand gefilmt. Aber gab natürlich ein paar Kommentare unter dem Video, die natürlich gemeint haben, oh, wie kann man nur, wie geht denn das? Und für einen kleinen Moment dachte ich nämlich auch, hä? Wie geht das überhaupt? Warum kann der so fahren? Das kann nicht echt sein. Und dann habe ich sehe eben unten die Analyse kommen, ja. Ja, hinterer Führerstand. Also wenn ich dran denke, dann werde ich das Video mal kurz in die Videobeschreibung reinpacken, dann könnt ihr euch das mal selber ansehen.
Dauert, glaube ich, nur so 8 oder 10 Sekunden. Ist nicht lang, aber naja. Neues Durchfahrt. Oh, ich habe vergessen zu pfeifen bei der Abfahrt. Ja, nicht so tragisch. Dafür werden wir da vorne jetzt mal uns ankündigen. Servus und tschüss. Ja, da vorne steht der Berg. Das wäre eigentlich ideal für einen Screenshot. Nice. Ah, das ist das Fahren gleich viel schöner, wenn die Szenerie auch schön ist. So, Schorncode, ebenfalls Durchfahrt, eigentlich um 9 nach. Ey, ja, minimale Verspätung. Aber auch gewesen, dass der Deutschlandtakt ja jetzt langsam mal eingeführt werden soll. Wobei, langsam ist relativ. Ich glaube, 2030 oder so soll er kommen, oder 40 sogar. Ewig weit in der Zukunft. Weiß nicht, warum das so schwierig ist, da einen Taktfahrplan mal einzurichten. Die Schweiz hat das schon ewig. Das ist sowas Schönes. Aber auch wenn sie den da mal irgendwann mal eingerichtet haben, wäre halt immer noch die Challenge, den auch einzuhalten, ne? Was ist denn das hier für ein Dent darunter? Holy shit. Oh, stell dir mal vor, das Ganze dann noch mit RTX. So, dann bremsen wir mal. Wieso dürfen wir denn da nur wieder 25 fahren? Dritter Gang. Ist der okay oder? Ah, ist genau richtig. Ja, ein bisschen bremsen, da geht's bergab. Andererseits dürfen wir da gerade wieder 40 fahren. So, Warneyox Pelham, ebenfalls Durchfahrt. Also ich muss schon sagen, so wie sie die Gleise da verlegt haben, das ist schon ziemlich Freestyle. Zumindest im letzten Abschnitt. Einmal wieder ankündigen.
Und Maximum Schmackes. Ed, mach mal. Boah, das sieht aber mehr so nach einem Provisorium aus hier. Musik wäre jetzt hier eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, da hätte ich eigentlich nichts dagegen, das irgendwie als Mod oder als Feature drin zu haben, dass man irgendwie entweder seine eigene Playlist abspielen kann oder irgendein Radio, so wie bei Euro Truck Simulator und so weiter. Ups, ja, letzter Gang. So, weiter vorne müssen wir ebenfalls durchfahren. Dann soll irgendwann mal Headford auftauchen. Ich frage mich, was eben da so die Performance-Probleme reitet. Das ist vor allem, wenn ich nach vorne schaue, seitlich, geht's dann wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie die ganze Zeit am Sachen laden ist da vorne. Und ihm das stört. So Provisorium-Style. Was war so ein Mini-Dorf hier? Oh, ab jetzt nur 40. Ist aber langsam. Eigentlich auch was für Multiplayer, aber ich glaube, das wird er nicht umsetzen. Aber könnt ihr mir da gut vorstellen. Jetzt auch deine Random Events. Oder wäre es eher so Simrail-like. Oder kannst du so deine ganzen Services am Tag so irgendwie durchfahren. So inklusive bereitstellen und abstellen. Warum eigentlich nicht? Boah, ich hatte auch gestern einen Stream, da wollte ich mir TD2 ein bisschen umfahren. Um mal das neue Update zu präsentieren. Und ich hatte mal wieder super Glück. Da ist mir dann Restream abgekackt, beziehungsweise bei Restream ist irgendwas nicht mehr gegangen. Konnte mich nicht mehr verbinden. War mega geil. Sowas muss natürlich immer dann passieren, wenn ich stream. Hab da irgendwie nie Glück. Jedes zweite, dritte Mal, wenn ich stream, geht irgendwas nicht. Jetzt da so ein Berg hoch. Ah ja. Oh komm, mach Cinematic Cam. So, wie weit muss ich das runterdrehen, damit das hier gut läuft? Ich mach mein Anti-Aliasing komplett aus. Und hier mal auf High. Oder bei, ja, na, mach mal das komplett aus. Preset auf High. Okay. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber es läuft besser. Also auf der höchsten Detailstufe schaut es halt schon geil aus. Das ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Das ist jetzt vor allem wegen dem Anti-Aliasing. Machen wir das mal auf Medium. Naja, so. Ich möchte schon lieber auf maximal fahren. Lieber Dev, du das mal fixen mit der Performance.
mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob, was ihr jetzt besser findet von der Grafik her. Also Very High. Oder das hier. Ich meine, es ist grundsätzlich immer noch schön, vor allem wenn man weiß, wie es vorher ausgesehen hat. Aber das wirkt jetzt irgendwie so... Wie soll ich das beschreiben? Kantig da bei dem ganzen Blumen und so? Oh, warte mal. Wieder keine Einfahrt. Alter, brems. Nein. Bitte nicht über Signal, bitte nicht über Signal. Komm. Also wird er gleich schimpfen mit mir. Sieger Passe Danger. Scheiße. Ja, fahr mal rückwärts. Sorry. So, reicht dir das? Ich will irgendwas fahren. Warum dürfen wir überhaupt nicht einfahren? Wow, jetzt... Wow. So, komm, Einfahrt. Na geil, das ist der Richtungswender wieder nicht in seiner richtigen Position. Komm jetzt. Ja, danke schön. Die wird man sofort die Lizenz entziehen. Vor allem vom Fahrdienstleiter dürfte ich mir jetzt wirklich was anhören. Da ist ja... Da ist ein Stellwerk drin abgebildet. Moment mal. Mal ganz kurz angucken. Cool. So, ich muss mal hier wieder rein, weil ich fahre auf den Prellbock zu. So. Lass mal hier mal stehen. Und dann geht's mit dem Bütchen weiter. Nee, noch nicht. Ich will mir jetzt nochmal das Stellwerk angucken. Wenn du mir schon die Zeit dafür... Ist das Bekohlungsanlage für die Schiffe? Cool. So, Stellwerk. Einmal angucken. Das ist echt cool gemacht. Es wäre noch interessant, ob das dann bei jedem Stellwerk gleich aussieht oder ob das abwechselnd ist. Das müssen wir vielleicht bei der nächsten Fahrt mal ausprobieren. Und vor allem, ob die sich vielleicht mitbewegen? Ich meine, das wäre ziemlich viel Detail, ne? Wenn sich die Sachen hier verstellen, je nachdem, was die KI hier macht. Aber ich glaube es ja nicht. Na gut. Das war meine kleine Fahrt hier im Diesel Raycar Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder vielleicht einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet ihr doch vielleicht sogar Kanalmitglied. Da gibt es dann sehr viele Videos im Vorhinein, bevor es dann in YouTube für alle zu sehen ist. Alle Infos auf dem Kanal und bis bald. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.